Vor 1869 waren nur vereinzelt weiße Trapper und Abenteurer in das Gebiet am Oberlauf des Yellowstone River vorgedrungen. Dann verbreitete eine private Dreimann-Expedition die Kunde von außergewöhnlichen Canyons, Seen und Geysiren. In den nächsten Jahren folgten mehrere weitere Erkundungsreisen in den damals so abgeschiedenen Talkessel. Erstaunlicherweise erwuchs sehr schnell die Idee, dieses einmalige Stück Erde als Ganzes für die Nachwelt zu erhalten, anstatt es unter Spekulanten aufzuteilen. Schon 1872 unterzeichnete Präsident Grant die Gründungsurkunde des Yellowstone-Nationalparks. Zwar gab es zunächst keinerlei Mittel für die Verwaltung des Parks und für die Entwicklung der Infrastruktur mussten private Geldgeber gefunden werden. Doch die Idee der Nationalparks, die sich inzwischen um die ganze Welt verbreitet hat, war geboren. Wir brechen am Heart Lake Trailhead nun nicht zu einer Expedition auf, doch unsere achttägige Tour soll uns in den abgeschiedenen Südosten des Parks führen. Zunächst verläuft unsere Route zum Heart Lake, der vom Mount Sheridan überragt wird. Danach folgt sie dem Snake River an seinem Oberlauf flussaufwärts, bevor es zum Mariposa Lake auf dem Two Ocean Plateau hinaufgeht. Nächstes Ziel ist der obere Yellowstone River, der sich durch ein weites Tal windet und schließlich in den Yellowstone Lake mündet. Von dessen Südufer wollen wir wieder zum Heart Lake und zu unserem Ausgangspunkt hinüberqueren. Nahezu 150 Kilometer zu Fuß auf schmalen, aber gut erkennbaren Pfaden durch die Wildnis liegen nun vor uns, als wir wieder unsere schweren Rucksäcke schultern. Ein Schneehuhn im Sommergefieder schaut uns erstaunt an, lässt sich aber nicht wirklich aus der Ruhe bringen. Nach knapp 2 Stunden erreichen wir eine Anhöhe, von der zum ersten Mal der Heart Lake zu sehen ist. Gleichzeitig befindet sich hier auch ein kleines Thermalgebiet mit einigen heißen Quellen, bei denen sich Reimer als Kameramann versucht. So faszinierend die brodelnden und blubbernden Erscheinungen auch sind, hier ist ohne Laufstege und Geländer Vorsicht geboten. Oft besteht der Boden nur aus einer dünnen Kruste, unter der sich hoch erhitzte Gase, Wasser und Schlamm befinden, die zu gefährlichen Verbrennungen führen können. Am Weg stoßen wir häufig auf alte Bekannte, die possierlichen Streifenhörnchen. Dann kommen wir ans Ufer des Heart Lake, auf dem sich nun im Herbst nur noch relativ wenige Wasservögel tummeln. Schnell finden wir unseren Zeltplatz und machen uns mit der für uns neuen Methode, den Proviant vor Bären zu sichern, vertraut. Ein Seil wird über einen zwischen 2 hohen Bäumen angebrachten Stamm geworfen und alles, was für Bären interessant sein könnte, insbesondere stark riechende Dinge, daran in unerreichbare Höhe gezogen. Es beginnt nun eine Zeit mit einem echten Gefühl von einsamer Wildnis, denn bis zu unserer Rückkehr an den Heart Lake treffen wir 7 Tage keinen Menschen mehr. Unweit unseres Zeltplatzes erkunden wir bei Tagesanbruch ein weiteres Gebiet mit dampfenden Quellen. Direkt neben uns bricht unerwartet ein kleiner Geysir aus. Fast 1000 Meter über dem Westufer des Sees erhebt sich der scheinbar sanfte Kegel des Mount Sheridan. Wir steigen bis zu einem Sattel etwa 200 Meter unter seinem Gipfel hinauf und werden mit Blicken belohnt,
die bis zum uns bereits vertrauten Granthiten reichen. Auf der anderen Seite erstreckt sich der verzweigte Yellowstone Lake. Und zu unseren Füßen liegt der Heart Lake, an dem wir die Nacht verbracht haben. Kleine Bergbäche bieten die Gelegenheit, die Trinkflaschen aufzufüllen. Wir lassen Heart Lake und Mount Sheridan hinter uns und kommen im welligen Gelände gut voran. Biber haben mit kunstvollen Dämmen die Bachläufe aufgestaut. Faszinierend anzuschauen, aber auch etwas unangenehm, wenn dadurch der Weg im Sumpf verschwindet. Dann heißt es immer wieder Schuhe aus und durchwarten. Bald bauen wir in einem Waldstückchen wieder unser Zelt auf. Nachdem das Abendessen bereitet und verzehrt ist, räumen wir unseren Lagerplatz auf, ziehen den Proviantrucksack in die Höhe und hängen den Benzinkocher in einer Plastiktasche an einen Ast. Dann kriechen wir in unsere Schlafsäcke und schlafen ruhig und fest. Am Morgen erleben wir eine böse Überraschung. Die Plastiktüte liegt zerfetzt unter dem Baum. Kocher, Benzin und Wasserflaschen sind am Boden verstreut. Ein Bär war offensichtlich vom Benzingeruch angelockt worden und hat die Metallflasche aufgebissen. Auch die Hälfte unserer Wasserbehälter ist zerstört. Glücklicherweise sind der Kocher und die Reserveflasche unversehrt. Ansonsten müssten wir unsere Tour vorzeitig abbrechen. Wir schwören uns, besser auf unsere Sachen aufzupassen, als wir den Weg fortsetzen und bald den seichten Snake River durchwaten. Die Landschaft ist auch über 20 Jahre nach den großen Waldbränden von 1988 noch schwer vom Feuer gezeichnet und wirkt auf uns oftmals deprimierend. Doch die Zeit heilt die Wunden und zwischen den verkohlten Stämmen wächst langsam ein junger Wald nach. Die Bewohner des Waldes sind auch längst zurückgekehrt und beäugen die seltenen Besucher mit Neugier. Wir verlassen nun das Tal des Snake River und folgen einem kleinen Bach auf das Two Ocean Plateau hinauf. Am Mariposa Lake richten wir unseren Lagerplatz ein. Noch ahnen wir nicht, dass der im Wald gelegene See am Morgen von Reimers Geburtstag zur Kulisse eines Naturschauspiels wird. Im Morgengrauen werden wir vom Getrampel zahlreicher Hufe und dem platschenden Wasser geweckt. Eine ganze Herde von Wapiti-Hirschen versammelt sich zur morgendlichen Tränke am Seeufer. Der Herbst ist die Brunftzeit der Hirsche und ihr Röhren schallt nun weit durch die Wälder. Bald kehrt wieder Ruhe am See ein. Doch dann werden wir auf ein einzelnes Tier aufmerksam. Wir trauen unseren Augen kaum, doch ein Wolf steht gar nicht weit entfernt im seichten Wasser und trocknet sich das Fell nach einem Bad. Anscheinend hat er uns nicht bemerkt und fixiert einen Punkt am fernen Ufer. Dort ist ein einzelner Maultierhirsch aufgetaucht.
Der Wolf erspäht die mögliche Beute und setzt zur Jagd an. Der Hirsch hingegen erkennt sofort die Gefahr und ergreift die Flucht. Wir können die wilde Hatz von unserem Zelt aus gut verfolgen. Beute und Jäger verschwinden im Wald und zunächst aus unserem Blickfeld. Doch schon bald taucht der verfolgte Hirsch wieder auf, flieht in panischer Angst auf den See zu und springt in das Wasser. Er durchschwimmt die tieferen Stellen, um sich endgültig in Sicherheit zu bringen. Auch der Wolf erscheint erneut am Seeufer, muss aber erkennen, dass er dem Hirsch im Wasser unterlegen ist. So bleibt dieser noch eine ganze Weile im seichten Wasser stehen, sichtlich erregt von der gefährlichen Verfolgungsjagd, die für ihn glücklich ausgegangen ist. Auch wir sind bewegt von diesem seltenen Schauspiel. Wölfe sind selbst im Yellowstone Park nur schwer zu beobachten. Sie waren hier 1930 völlig ausgerottet worden und erst 1995 wurden einige Exemplare aus Kanada neu angesiedelt. Heute hat sich ihr Bestand etabliert und auch in den kommenden Nächten hören wir ihr eindrückliches Heulen in der Ferne. Wenig später stehen wir auf einer unauffälligen Kuppe, die die kontinentale Wasserscheide markiert. Floss das Wasser des Mariposa Lake über den Snake River noch in den Pazifischen Ozean ab, strömt dieser Bach zum Yellowstone River und über das Missouri-Mississippi-System in den Golf von Mexiko und damit in den Atlantik. Dieser Kröte wird die geografische Feinheit sicherlich reichlich egal sein. Wir betreten nun das weite Tal des oberen Yellowstone River. An einer Furt durchqueren wir den Fluss und haben bald wieder festen Boden unter den Füßen. Selbst in dieser Abgeschiedenheit sind die Wegekreuzungen gut ausgeschildert, auch wenn wir an diesem Punkt über 50 Kilometer von der nächsten Straße entfernt sind. Unser nächster Zeltplatz liegt in einer weiten Biegung des Yellowstone River. Reimar stemmt das prächtige Geweih eines Wapitis, das jemand hier abgelegt hat. Am Flussufer finden wir deutliche Bärenspuren. Einen Grizzly bekommen wir leider nicht zu Gesicht. Reimar wirft bald wieder den Kocher an und bereitet unser Abendessen. Nach einem erlebnisreichen Tag haben wir einen gesunden Hunger.